Hallo, zurück im Küchengarten. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich bin Katharina und heute habe ich nur ein ganz kurzes und knackiges Video für euch, denn dieses Thema sieht man momentan auf den meisten Garten-YouTube-Kanälen und ihr werdet euch vielleicht fragen, jö, jetzt zeigt die uns das auch noch, ist doch schon langweilig. Aber es beschäftigt mich momentan, wie vielleicht viele Gärtner von euch da draußen. Und der Vollständigkeit halber wollte ich euch auch noch zeigen, wie ich meine Chilis und auch Paprikas aussehe und ihnen für die nächste Saison einen möglichst großen Vorsprung gebe. Ich muss gleich dazu sagen, normalerweise baue ich gar keine Chilis an und wenn nur ganz milde, weil meine Familie nicht so extrem auf das scharfe Spicy Food steht. Paprika habe ich jedes Jahr im Anbau, da starte ich aber meistens ein bisschen später. Natürlich jetzt nicht eine riesige Masse an Pflanzen, weil wir brauchen ja gar nicht so viele als vierköpfige Familie. Dieses Jahr überwintere ich ja ein paar Paprikapflanzen des letzten Jahres. Das funktioniert eigentlich bis jetzt ganz gut und deswegen werde ich da gar nicht so viel neue Paprika aussehen. Dieses Jahr habe ich mich dann ganz spontan und überraschend doch dazu entschieden, Chilis anzupflanzen und zwar deswegen, weil ab und zu in diversen Soßen haben wir dann doch diesen, oder wir essen auch sehr gerne Chili con Carne oder Fajitas, also mexikanische Küche. Und da sind Chiliflocken wirklich wahnsinnig gut drinnen. Und ich bin draufgekommen, wie unwahrscheinlich teuer die sind. Also für so ein kleines Glas zahle ich hier an die 5 Euro. Und das finde ich schon gewaltig. Deswegen habe ich mir gedacht, für 4, 5 Chili-Pflanzen habe ich im Garten wunderbar Platz und dann kann ich vielleicht auch eine lustige Verkostung mit meinen Söhnen machen, sobald die Ernte reif sind. Und das hat mir richtig eine Motivation gegeben. Ich habe dann im Internet gegoogelt, weil ich absolut kein Spezialist bin, welche Chili-Sorten gut für die Verarbeitung zu Pulver und Flocken sind, weil da muss man doch beachten, dass sie nicht zu viel saftiges Fleisch innen drinnen haben, sondern eher eine dicke Haut, eine dickwandige Haut, damit sie sich nachher gut mahlen oder häckseln lassen. Und entschieden habe ich mich im Endeffekt für die folgenden 4 Sorten. Die Georgia Black, die Turunco Spiral, De Arbol und Thai Large Orange. Die haben jetzt alle einen eher höheren Schärfegrad, nämlich 7 auf einer Skala von 1 bis 10, außer die Thai Large Orange, die hat nur 2. Aber soll eine ganz wunderschöne Farbe zu den Flocken bzw. zu dem Pulver geben. Diese Sorten habe ich mir alle neu bestellt und dann hatte ich hier noch eine in meiner Saatgutbox drinnen, die Capella Orange, die ist aber 2023 eigentlich schon abgelaufen, deswegen dachte ich mir, sehe ich auch noch dazu und schau mal, ob sie noch was wird oder ob ich die Samen weggebe. Paprika- und Chilisamen sind bei der Anzucht beim Keimen ja bekanntlich etwas zickig. Sie haben eine recht dicke Wand. Manche Leute weichen diese Samen vorher in Wasser oder Kamillentee ein. Oder sie zwicken sogar die Spitze des Samenkorns an, damit der Keimling leichter hinaus kann. Ich verwende eine Methode, bei der die Luftfeuchtigkeit besonders hoch bleibt und das Keimen so anregt. Und zwar habe ich hier die erste Chilisorte Georgia Black. Ich habe mir ein Küchenpapier gerichtet, dort gebe ich die Samenkörner drauf. Und ein kleines Plastiktütchen, was mir sozusagen als Mini-Treibhaus dient. Das Plastiktütchen beschrifte ich dann mit dem Namen der Chilisorte und dem Datum. Dann feuchte ich die Samen mit lauwarmem Wasser reichlich an und gebe das ganze feuchte Küchenpapier in die Plastiktüte. Chilis und Paprikas sind Dunkelkeimer, das heißt, sie brauchen kein Licht zum Keimen. Ich möchte aber trotzdem sehen, ob die Keimung erfolgreich war. Deswegen lege ich sie dann einfach verkehrt herum hin
Und sie mögen es auch besonders gerne warm an die 25 Grad. Viele Leute verwenden eine Heizmatte oder geben es auf eine Heizung oder auf irgendein Licht, was eine Wärme produziert. Hatte ich jetzt alles nicht. Deswegen habe ich hier meine künstliche Kükenmutter verwendet und die Samen oben drauf gelegt. Die bleibt immer schön warm. Ja, und jetzt steigt die Spannung ins Unermessliche. Ausgesät, wie gesagt, habe ich am 7. Jänner und heute ist dann schon der 19. Also es ist ein paar Tage her, aber dazwischen war immer irgendetwas anderes wichtiger. Wir schauen jetzt mal drunter, was denn gekeimt ist, ob mit dieser Methode überhaupt irgendetwas gekeimt ist und ob ich jetzt schon etwas in Erde setzen kann. Hier haben wir jetzt mal die Thai Large Orange. Schön, 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 schön. 2 von 3 wunderbar gekeimt. Da kann ich wirklich schon was damit anfangen und in Erde setzen. Sehr schön. Weiter geht es. Die Turunco Spiral. Da sind sogar alle gekeimt. Die D'Arbol. Auch alle gekeimt. Traumhaft. Die Chili Georgia Black, die war ein bisschen keimfaul. Eine ist gekeimt. Bin ich aber auch zufrieden, wenn ich eine Pflanze habe. Reicht für mich wunderbar. Und dann hatte ich hier noch, genau, die Capella Orange. Oh, seht ihr das? Das sind ja die schon abgelaufenen Samen. Hier ist eine, die ganz zaghaft anfängt zu keimen. Die werde ich auf jeden Fall weiter eintopfen. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe hier wieder meine kleinen, aber feinen Anzuchttöpfchen und mein selbstgemischtes Anzuchtsubstrat. Kurz zur Erinnerung, das ist Kokoshumus, Wurmkompost und Perlit. Ist jetzt recht trocken. Ich glaube, das werde ich jetzt zuerst etwas anfeuchten. Könnte ich jetzt normales Wasser natürlich nehmen, aber ich habe hier durch Zufall gerade aktivierte effektive Mikroorganismen, die ich mir regelmäßig selbst herstelle. Das heißt, ich feuchte jetzt hier gleich mit Mikroorganismen an. Ist recht trocken. Jetzt schaut das gleich viel besser aus. Nicht vergessen, gut zu pressen, denn die Wurzeln wollen guten Kontakt zum Substrat haben. Und ihr seht, was da wirklich reingeht. Weiter geht es eigentlich wie bei jeder anderen Aussaat auch. Ich mache mir hier in meine Töpfchen kleine Löcher hinein. Luki sitzt unterm Tisch und überwacht das Geschehen, ob ich das auch alles richtig mache, gell, Luki? In Wirklichkeit bist du der Chefgärtner, hä? Ja. Aber ist anstrengend. Hä? Dann habe ich hier meine Samen, meine gekeimten in den Tütchen und auch schon die Beschriftungsstäbchen gerichtet, weil Beschriften ist da natürlich ganz wichtig, damit ich weiß, was ist am Schluss. Einfach vorsichtig, damit man hier nichts abbricht. Noch schön feucht. Und jetzt könnt ihr das entweder mit den Fingern oder mit einer Pinzette.
Danke, dass ihr heute wieder auf meinem Kanal reingeschaut habt. Wenn euch das Video etwas Nützliches mitgegeben hat über die Anzucht von Paprika und Chili, dann würde ich mich über einen Daumen rauf und vielleicht ein Abo sehr freuen. Viel Erfolg bei eurer Anzucht und bis zur nächsten Woche hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!